Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Plays von Nemesis und meinerseits. Da ja jeder weiß oder wissen sollte, dass die Zombie-Apokalypse naht, dachten wir uns, nehmen wir mal heute das Thema How to Survive. Genau. Und das natürlich hier im Koop. Ist aber noch nicht beigetreten, oder? Nein, die Lobby ist voll. Jetzt kannst du beitreten, jetzt ist sie leer. Gute Voraussetzungen, dann muss ich nochmal einladen. Fängt schon wieder gut an. Du bist einfach zu langsam, wenn du das annehmen sollst. Du hast es schon wieder nicht angenommen. Du hast mir noch gar nichts geschickt. Doch. Nein. Jetzt aber schon wieder irgendein Bauer hier drin. Hau ab! Freund einladen. Ist gut. Habe ich jetzt gemacht. Wen nehmen wir denn hier? Na, nehmen wir den. Ja, ich bin die Frau, weil die hat einfach sexy Moves und so. Ich nehme einen Japaner, weil jeder braucht einen Japaner. Ich sehe gerade, ich habe einen übelst fetten Käfer an meiner Scheibe kleben. Mein Fenster. Doch, solange du nicht Marienkäfer an der Wand krabbeln hast, wie ich letztens. Nee, das Vieh ist, ich würde sagen, dreimal so groß wie so ein Marienkäfer. Das ist, ja, hübsch. Gut, wenn wir die Beine nehmen, ist es neunmal so groß. Ist doch schön. Hast ein neues Haustier? Aber der krabbelt gerade eh in Richtung Spinne. Ich glaube, der lebt nicht lange. Ach, dann hat Fridolin ja mal endlich was zu essen. Ja. Nur ist Fridolin was mager geworden. Ich glaube nicht, dass der den Käfer da zermatschen kann. Ah, es geht los. Ja, Ort schafft er unbekannt. Schon. Ungefähre Zeit. 18 Uhr. Zwei Überlebende. Oh, es ist schon dunkel fast. Ach ja, klar. Wir schlafen aufeinander. Ja, es ist gemütlich. Warum hast du da so Stacheln auf dem Kopf? Ja, das. Ich habe ja schon angetestet, das Spiel mal. Und muss sagen, ich habe hier beendet gehabt irgendwo. Ach so. So einfach alles mitnehmen, was man kriegt. Hier eine Taschenlampe, eine Machete, das gehört schon mal alles mir. Dann nehmen wir das auch noch mit. Alles hier. Können wir vielleicht noch nicht schlafen? Ich wollte gerade sagen, wir sollten schlafen vielleicht erstmal. Aber ich kann nicht schlafen, ich bin nicht müde. Dann mach das Tor auf. Geht das fucking Tor auf? Ah. Eine rote Lampe. So. Hier, nimm die Pistole. Was für eine Pistole? Da liegt eine Pistole auf den Brettern. Ach, was? Weil jetzt kommen Zombies. Da ist schon oh mein erste. Gott! Stirb. Da kommen noch welche. Aua. Oh, ein Boomer. Ich würde aufpassen, die explodieren nicht sicher, ne? Ich hab's gemerkt. Oh, ach, du liegst schon. Ging ja schnell. Oi. Aber hey, das muss auch sein. Dann habe ich eine Errungenschaft bekommen. Siehst du eigentlich die Special Moves von mir? Ja, nice Sache. Ist gerade übelst laut hier. Das ist gut. Ja, wegen dem scheiß Alarm. Aber wenn die Zombies alle tot sind, dann geht's wieder. Wie soll ich den denn erledigen? Wieso stehe ich nicht auf, Mann? Ich bewege mich auch noch. Was? Meiner soll mal aufstehen, der bewegt sich doch noch. Du kannst nicht aufstehen. Safe place hier. Da kommen die ganzen Zombies raus. Wow. Geht aber los hier. Alter, was soll ich machen? Mein Gott, das sind Slendermen und weiblich. Oi. Ich glaube, die mögen dich. Ich glaube, das haben wir verloren. Achso, jetzt kommt hier auch noch so ein Strauß, so ein Zombie-Strauß. Das sind die Besten. Ja, ich liege auf. Oh, ich glaube, du bist tot. Hm? Ich glaube, du bist tot. Ja. Schön. Neu starten, würde ich sagen, ne? Jo. Das ist eine erfolgreiche Runde. Ja, das eigentlich fängt das Spiel ja gar nicht so an. Aber das sind ja nur Herausforderungen, die wir hier haben.
Ja, Junge, den Sound ein bisschen leiser machen, ist auch ein bisschen zu laut. Ja, eben. Das ist bei mir auch so. Ja, so sollte das okay sein. So sollte das passen. Also, wenn du irgendwas einstellst, kann ich mich nicht bewegen. Das ist auch gut zu wissen. Jetzt kann ich mich nicht bewegen. Wieso kann ich nicht laufen? Ah. Hallo, lässt du mir auch Sachen übrig? Kann eh nur einmal irgendwas nehmen davon, also. Ich würde schon sagen, das ist schon ziemlich dreist, was du hier machst, ne? So, wenn du jetzt die Tür öffnest, bitte stirb mich schon wieder. Alles klar, ich gebe mein Bestes. So, schnapp dir eine Waffe. Geht schon los. Hau von dem Boomer bloß ab. Dann will er mal mehr. Slenderman! Slender Woman. Meine Güte. Wie soll man denn diese scheiß fetten Viecher überleben? Junge, jetzt darf ich das schon wieder alles alleine machen. Ich kann's einfach. Ich glaub, dir geht's so gut. Ich lieg gerne rum. Vor allem, wo liegst du rum? Ein bisschen weiter runter. Oha! Wie die da rumlaufen, ey. Vor allem mit den Armen am Wedeln. Es gibt keinen Morgen mehr. Es gibt doch keinen Morgen. Da staub gerade für die Gipsen morgen. Yay! Kann man auch sprinten oder so? Ja, irgendwie kann man auch sprinten. Au! Wir sollten allerdings nicht so weit weg von dem Ding hier laufen, von dem Haus. Ist das so? Ja, dann wenn der Alarm ausgeht, dann wissen wir, es ist clear. Allerdings weiß ich nicht mehr, wie man sich jetzt ausrüstet, wie man die Waffe ausrüstet. Oh mein Gott, ein Zombie-Dodo. Raus, whatever. Stirb. Yay, Feuer. Du stirbst gleich schon wieder, ne? Ja, soll ich machen. Ich weiß nicht mehr, jetzt bin ich tot. Oh mein Gott, das. Ja. Und bei dir fressen sie weiter, mich lassen sie liegen. Ja, ich bin halt appetitlicher. Geh mal auf Beenden. Beenden? Ja, ja, ich würde sagen, wir machen mal eine neue Herausforderung, weil das ist doch wohl. Ja, was für eine Herausforderung hat man denn jetzt? Das weiß ich nicht. Ich glaub, wir nehmen einfach mal Herausforderung 1. Klingt gut. Suche. Wieso Suche? Ich wollte eins eröffnen. Ach ja, dann laden wir dich nochmal ein. Bitte schön. Dankeschön. Kenji. Okay. Gut, dann versuchen wir Herausforderung 1 mal zu meistern. Ja, vielleicht ist das einfacher als was auch immer das davor war. Weiß ich nicht. War das Herausforderung 3 oder was? Ich glaube ja. Voll heftig, ey. Vor allem als Einsteiger, ich meine. Also die Story kann man anscheinend nicht zusammenspielen, ne? Nein. Man kann nur Herausforderungen machen irgendwie. Das ist so schade. Ach, 8 Uhr morgens oder was? Das ist ja nice. Ach so, jetzt müssen wir uns selber Sachen zusammensuchen, scheinbar, wa? Da ist ein Vogel, töte ihn, bevor er uns angreift. Nö, der tut einen nichts. Okay. Was ist das? Ah, eine Rolle. Diese komische Spinne oder so. Ist ja schön, dass du direkt die Machete bekommst und ich liegt doch da noch. Kann. Hier. Ach, da ist noch einer. Dankeschön. Ein Holzstock nehmen wir einfach mit. Was ist das? Keine Ahnung, Krebse? Oh, oh, oh. Ja, du bist auch. Stirb einfach. Ja, die explodieren ja nicht, wenn du die nix tust. Komm, komm, stirb, stirb, komm. Mach bumm.
Ja, so war das jetzt nicht gedacht. Drück mal E, dann kannst du auch Sachen machen, ne? Was kannst du hier machen? Eine Rolle, stabile Schnur. Schön. Ich kann mir jetzt einen Pfeil und Bogen basteln. Das ist so toll. Ach, man hat ja auch Skills. Ist ja super. Genau, jetzt weiß ich nur nicht mehr, wie man die einsetzt. Toll, guck mal, ich habe Pfeil und Bogen jetzt. Ganz toll. Fertigkeiten, genau. Dann schauen wir mal. Ein Fertigkeitspunkt. Ah, mit Space kann man sprinten oder so voranstürmen. Was kann man? Mit Space kann man so voranstürmen. Ah ja. Ich habe jetzt Pfeil und Bogen für den Boomer. Töte es, genau. Siehst du? Yay. So, jetzt darf ich gucken, wo meine Pfeile sind oder was? Hier ist einer. In der Mitte, bei dem Fuß. Ah, in seinem Fuß. Ey, das ist ja noch einer. Piss dich. Wie viele Pfeile muss ich in den reinballern, bitte? Viele. Oi. Schnetzeln. Wird mir aber nicht, ne? Ah, lass mich in Ruhe. Zombies. Komm, mit Rüstung. Fertig. Wie unfair ist das denn? Das sind Soldaten. Ah. Ich hab den Helm runtergeschossen und einen Kopfschuss. Nochmal. Ich bin fast tot. Ja, ich hab eine Heilpflanze bekommen. Oh. Hast du keine? Nein, aber ich hab zwei Pfeile. Hier, du kannst den Helm aufnehmen. Wenn du den Helm aufnimmst, kannst du ihn auch anziehen. Und du kannst ihn verbessern und alles. Ja. Ich habe es dir diese zwei Pfeile gegeben, ja, ne? Nein. Hier liegt kein Helm. Also kannst du dich nehmen. Ah. Wieso bist du halb tot, Alter? Ja, ne, keine Ahnung. Kannst du hier nicht mal Pfeil und Bogen basteln? Ich weiß, was man dafür bräuchte. Du brauchst einen Faden und einen Stock. Ja, Faden habe ich, aber ich habe eine Rolle, aber keinen Stock. Du hast keinen Stock, kein Ast. Nee. Das ist schlecht. Ja, das ist korrekt. Ich werde euch alle töten. Wartet auf mich. Hier liegt ein Stock. Ja, mach erstmal das fette Ding da tot. Genau. Also ich kann mit meinem Pfeil und Bogen One-Hits landen, ne? Hm. Damit du da Bescheid weißt, da ist ein Stock, daraus kannst du nur Pfeile basteln gerade. Mit der Machete zusammen. Ich bin aus wie so ein Zombie, Alter. Ja, damit kann ich nur Pfeile bauen. Ist ja langweilig. Ach, warte mal, was ist denn hiermit? Du, ich hab noch so einen Ast. Den kann ich ihn dir geben. Ach, hier, warte, hier. Den müsstest du jetzt in deinem Inventar haben. Jetzt kannst du hier auch Pfeil und Bogen basteln. Yay. Oder? Ja. So, jetzt gebe ich dir noch eine Heilpflanze. Hast du Blätter bei dir im Inventar? Nein, aber ich hab jetzt eine Heilpflanze. Ja, dann ess die. Nom 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 nom. Wie kann ich jetzt die Waffe weg? Achso. Pfeil und Bogen musst du mit aus rechts, also draufklicken einmal und dann auswählen. Oder ausrüsten. Du hast keine Pfeile, du musst die noch verbinden. Mann, das ist ja voll komplexer Spiel. Du hast nur 10 Stück? Woran siehst du das? Wie viele. Hier, mach aus. Was hab ich denn jetzt gemacht? Ausgerüstet, ups. Kann man jetzt nicht einfach so die Waffe wechseln? Auf die Machete wieder? Ja, das ist ja der Scheiß. Das geht nicht. Aber wenn du Rechtsklick gedrückt hältst, dann machst du mehr Headshots. Aha.
Guck mal, hier liegt noch ein Ast, da kannst du noch mehr Pfeile draus machen. Ja, das war super Teamwork und so.